Hallo und herzlich willkommen zum Landwirtschaft Simulator auf dem Community Server. Und wer heute alles dabei ist, das erzählt uns der Tom. Heute sind dabei der Callisto, der Edslight Leon, ich, Lukas, der Flori, Leon, Lorenz, Buden und der Leon LS Team. Yo! Das. Relativ voll, also voller glaube ich als in der letzten Aufnahme. Ich werde jetzt erstmal ein bisschen was zum Lager fahren. Und es hat sich ja einiges verändert. Wir haben jetzt einen großen Tandem-Ladewagen. Wir haben zweimal den 824, glaube ich, ne, und einen 6R. Wir haben zwei Amazon 6 Meter Meister. Durch die Arbeit von gestern haben wir das aufgeholt. Ja, da war der Lukas ja wieder fleißig. Ja, und der Sebastian muss man auch ansprechen. Der war mit am fleißigsten mit 8,5 Stunden. Ich stelle mich vorne an Feldrand, könnt ihr euch abtanken dann. Callisto, du musst sie noch nicht sehen. Ja, sonst gibt es aber nicht. Wir haben auch noch große Wendigreis hier jetzt am Anfang. Was hättet ihr so als nächstes vorzukaufen? Wir wollten eigentlich... Was wollten wir denn kaufen? Jetzt muss ich schnell im Shop schauen. Weil dann weiß ich. Ich weiß es nicht mehr auswendig. Wir wollten vielleicht so ein Unimog kaufen, aber wir haben nicht gewusst, ob der Multiplayer-fähig ist, um abzufahren zu die Landkarte. Das ist etwas merkwürdig teilweise bei dem und zum Abfahren. Eigentlich für so einen Unimog kannst du eigentlich auch eher dann Drehschemel oder sowas, also nicht irgendwie Gillibert oder ich glaube, wir haben noch einen großen Krampe, ne? Sowas ja, oder auf die BGA sparen wollten. Ja, BGA sparen, da musst du 2 Millionen schon hingeben, ne? Wollten wir nicht sogar, den oder? Unimog erst später kaufen, wenn wir einen großen Fuhrpark haben? Auf jeden Fall. Aber ich würde sagen BGA auch später, weil da musst du sehr viel Schmott hingeben, um die zu kaufen. Ja, ja, und dann noch mal eine halbe Mille für einen Häcksler und dann noch ein paar Abfahrer, dann bist du ganz schnell bei 3-4 Millionen. Wir haben gestern mindestens 700.000 für Fahrzeuge ausgegeben, also... Ja. Und Guten, du hattest ja gesagt, der 980er, der kommt ja irgendwann nochmal mit auf den Server. Und wenn, dann hätten wir gesagt, dass wir nicht erst mit so einem kleinen Häcksler anfangen, weil wenn, dann kaufen wir uns dann gleich den großen. Ja, ja, das macht ja eh dann Sinn. Ja. So, was haben wir denn so im Lager? Raps über 300.000 Liter, das ist auch ziemlich krass. Alles andere, ja. Ja, wir machen jetzt ab sofort mal nur ein bisschen Roggen raus. Weil dafür kriegen wir etwas über 467, sowas im Dreh kriegen wir dafür. Leon, beim Landhandel. Könntest du mich vielleicht abtanken, Leon? Jo, wird gemacht. Ich hab jetzt sofort nämlich 100%. Du das klingt ja gar nicht so schlecht. TL Sattel, ne? Ja, genau. Gestern ansonsten, was hält ihr vom neuen Teaser vom Landwirtschaftssimulator 15? Super. Gut aus. Ja, super. Und, also auch die neuen Marken, also vom Fliegel oder so, die Sachen, öffentlich, die fand ich auch ziemlich geil. Also ich sag's mal so, meinen Vorstellungen, was LS15 entspricht, haben sie eigentlich erfüllt. Ja, ich sag mal, irgendwelche weltbewegenden Sprünge waren eigentlich nicht zu erwarten. Die Animationen sind echt geil von dem Grubber. Die sind auch nochmal ein Stück besser, würde ich sagen, wie im ersten Gameplay-Trailer, der zur Gamescom kam, vor etwas mehr als einem Monat. Sieht auf jeden Fall nochmal ein bisschen besser aus, was aber sich leider immer noch nicht geändert hat. Das sind immer noch alles die Hagenstedt-Texturen. Auf jeglichen Bildern und auch im Trailer. Es hieß ja immer noch, ja, bis zum Release haben sie gesagt, würden die Grastexturen und die Getreidetexturen noch eine andere. Ja, aber das ist jetzt auch schon 2,5-3 Monate her, dass sie das gesagt haben. Ja, ich bin gespannt, ob sie das vom Termin her einhalten können oder ob das nach einer Zeit nachgepatcht wird. Ich sag's mal so, also einen Monat Zeit haben sie ja noch circa. Ja, ja. Aber es ist nur noch ein Monat eigentlich. Das ist nicht mehr die meiste Zeit. Ja. Ja. Hast du das schon abgetankt, sehe ich gerade? Ich bin dabei, ja. Ah, okay. Und der 824 ist eigentlich ziemlich geil. Ja, okay. Ja, für was haben wir denn gekauft? Was ich ja sage an dem Fortuna-Kipper ist regulär. Aber die Texturen sind nicht wirklich schick innen drin. Ja, innen drin ist ja nicht so wichtig. Doch, ich war nur in Kabinenansicht. Ach, der Fortuna-Kipper. Wir haben hier übrigens, wenn ich mich nicht irre, auch der Shadow-Tipping drin, ne? Also der hat die dynamische Plane. Und beim Abkippen rutscht alles nach hinten und so. Genau. Lorenz, willst du vielleicht schon auf Feld 8 anfangen? Jo, kann ich machen. Und das Geile an den Fortuna-Kipper, da wo Leon, komm nochmal schnell her.
Jo, da wo das Getreide reinge, sag ich mal, gepumpt wird, da geht auch stehen. Die Getreidetextur von Fortuna nach oben. Also genau das, was du einen Haufen machen kannst in dem Hänger. Ja. Du brauchst kein Gewicht für den Schlüter. Nee, es geht eigentlich. Und ja. Ja, um den Fortuna-Kipper nochmal, ist eigentlich waschbar, finde ich sehr cool, hat Animation. Ja, und passt eigentlich auch was rein, also den nehmen wir eigentlich, den hattet ihr auch gestern die ganze Zeit zum Transport gehabt, Lukas, den hab gell? Nur ich dran gehabt und bin nur genau. Von oben, von der oberen Map-Hälfte bis unter unteren Map-Hälfte gefahren, also da habe ich Fahrt mitgemacht. Zum Landhandel runter? Genau, und von oben zum Landhandel. Das ist eine geile Tour. Es dauert ziemlich genau 9 Minuten vom Hof aus, wenn du 50 durchgehend fährst. Ja, ich bin 45 gefahren. Ja, also warst du noch langsamer. Ja, aber ich habe Abkürzungen genommen, so Schleichwege. Wir haben damals mal irgendwann versucht, mit 8 Leuten und 60 Tonnern innerhalb von einer Stunde irgendwie 10 Millionen Kartoffeln abzufahren. Haben wir leider nicht hingekriegt. Ich muss kurz unterbrechen, einen Moment, Lorenz, kein Hanf dreschen, hier haben wir noch ein Rapsfeld. Leon, da geht nichts mehr rein. Okay. Wer hat da gerade gesagt, dass ich das Feld dreschen soll? Ich hab das halt gar nicht abkippen. Wir hatten doch gesagt danach, ob du ja, oder 19 noch. Weil da noch Raps drin ist. Wo haben wir gesagt? Wo jetzt? Achso, 119? Ja, da ist noch Raps drauf. Lori, mit der Drehmaschine bitte einmal zu 35. 119 wollt ihr hin? Hier, das ist das hier drüben gleich, wenn der Kuhweide. Achso. Das gegenüber ist Kuh. Das ist doch 100. Okay. Achso, ja, genau. Muss man hinten oben über den Hof. Ja. Wo habt ihr meinen Krone Emslon, der verfrachtet? Wer hat denn den? Keine Ahnung, ich hab nicht. Wo ist mein Krone Emslon? Den bräuchte ich jetzt. ich bin verkauft? Ja mal echt gespannt, ob sie das mit den Texturen. Also, die Texturen werden viel ausmachen. Wenn sie da vernünftige Texturen hinkriegen, sieht das Spiel gleich komplett anders aus als im Trailer. Das wäre richtig gut, wenn sie da was Achtung, Vernünftiges Lorenz. Machen. Die haben meinen Trailer. Mein haben wir in einem Gillibert Pilage Night und also gegorenes? Ich glaube nicht. Ich würde sollte eigentlich nicht gehen. Ja, dann muss ich noch so einen Krone Emsland kaufen. Wo ist der Drescher? Die kommen jetzt hinterher noch. Der Lorenz hat seinen Hanf noch abgeladen, was er noch drin hatte. Hab ich selber eingenommen. Spielst du immer mit Lenkrad oder spielst du noch mit Tastatur? Je nachdem, wie ich gerade Bock habe. Guten, ich fahr dem Mähdrescher jetzt gleich hinterher, ne? Ja. Hallo. Wow, wer schub... sorry, Lorenz, habt ihr nicht gesehen? Du hast mich jetzt ein bisschen geschubt. Mal, lasst mich noch die Reihe anfangen hier. Aber man hat, glaube ich, auch im Trailer kurz gesehen, dass sowas wie Rauch, also hier fällt mir es gerade auf, bei dem ganzen Staub, dass die auch wieder in die Kabine reinkommen. Ja, das ist das eigentlich, oder was mich noch ein bisschen stört mit. Weil für solche Spieler wie mich, die in der Innenansicht fahren... Ja, ist auch besser. Ist es eigentlich, sag ich mal, doof. Ja. Ja. Und daher, das ist hier gerade so übertrieben am Stauben. Ja, gell. Aber, das ist beim Raps eigentlich normal. Und ich sag mal so... Jetzt wäre der 89 geil, mit diesem Belüftungssystem, der oben Luft anzieht. Oh ja. Und was ich noch stark hoffe, dass in irgendein DLC noch zum Beispiel Glas oder noch dabei ist oder Fendt noch mal dabei ist. Naja, da müssen halt die Lizenzen für bekommen und das packen. Die haben sie aktuell sicher nicht, sonst hätten sie die als Standardfahrzeuge genommen. Ja. Jetzt jemand frisst da gerade sein Mikrofon. Ja. Außerdem würde ich glaube ich die niemals in ein DLC packen. Na, das wird, denke ich, das wird dann vielleicht ein Nachfolger, die packen sie, glaube ich, wirklich nicht in den DLC. Was als DLC, glaube ich, ziemlich sicher kommen wird auf Dauer, ist ein Oldtimer-Pack, weil, wenn man sich die Maschinen anguckt, okay, es gibt ältere Maschinen, diesen Deutz Agrostar und den, Bührer, den alten Hurleyman und so, aber, ja... Insgesamt gibt es eigentlich keine so richtig diese Oldtimer mit ohne Kabine und so weiter. Die richtig alten Dinger sind eigentlich komplett raus. Und ich schätze mal, dass sie sowas wie das Historical Pack da auch nochmal bringen. Ja. Ich denke mal auch so wie es Ursus at One sowas wird noch dabei sein.
was ich. Ja, die Ursus-Maschinen, die guten Ursus-Maschinen sind ja diesmal von Anfang an dabei, deshalb passt das ja. Um was sie leider garantiert haben, was sehr viele User gehofft haben, ist, dass eine Ballenpresse mit Sofortwickeln. Haben sehr viele gehofft, dass die im LS15 auftauchen wird, wird's aber leider nicht geben. Nee, nee. Das ja, das die schon haben ja bekannt. Ich finde das auch schlimm. Der Puma 116 würde auch gar nicht kommen. Der 160. Der Puma ist kommt, der 160. Der wurde bestätigt. Ja, und von dem YouTube-Video von Alice Info habe ich gesehen, dieser riesen New Holland mit diesem Auspuff an der Seite. Der ja, wird der im LS9. Genau, der wird im LS15 erscheinen, aber der ist im Real Life noch nicht mal auf dem Markt. Ja, das gibt es bei mehreren Sachen. Aber irgendwie ist das auch geil, wenn du mit den neuen Sachen dann wo spielen kannst. Bei dem T9, das stimmt aber nicht ganz. Der T9 gibt es den T9. Aber nicht mit der Motorausführung, glaube ich, ne? Nein, genau. Ja, der ist nur in einer Nummer kleiner. Ja, und der Große, der im LS15 dabei ist, der soll erst Mitte November auf den Markt kommen. Es war ja genauso wie beim Deutz 7250. Der war ja beim LS13 auch noch nicht hausen. Also war beim LS13 noch nicht hausen und kam erst einen Monat später in Real Life. Ja, der Ponze Forwarder ist ja auch neu. Ja, aber da finde ich diese Kettenanimation, die sieht mir so recht mal so plastischmäßig aus, so wie ich die jetzt auf den Trailern gesehen habe. Ja, da bin ich sehr gespannt. Ja. Und wie das auch mit der Greiferanimation und wie das mit der Steuerung dann funktioniert. Ob das auch so wie im Fußmod sein wird. Ja, ich hoffe. Es ist ja auch so, dass die Bäume, so wie viele gesagt hatten, dass sie platzierbar sind, stimmt ja nicht, sie sind ja pflanzbar. Die sind, und es sind platzier- alle unpflanzbar. Es sind alle Bäume auf der ganzen Map sind fällbar. Alle kannst du mit dem Motorsäge oder mit dem Ponze fällen. Ja. Alle auf der ganzen Map. Beziehungsweise also halt die Bäume im Ort nicht mit dem Ponze, sondern nur mit der Kettensäge. Ja, aber irgendwie ist es auch gut, dass man wirklich alle wegschneiden kann. Ja. Die dich dann stören. Ja, man genau. Man kann sie mal so ein Feld freischneiden. Ja. Ich finde das eigentlich ganz gut, dass sie das so machen. Ja, die Hanfschwarte, die werde ich dann irgendwann dann einholen, wenn ich meinen Mischer tun fertig habe. Haben wir außer 119 noch ein anderes Rapsfeld? 35 hat doch gerade jemand in den Chat geschrieben, oder? Und, ja, okay, dann fahren wir danach zu 35. Was denn mit 16? Mit dem Feld 16 ist da denn drauf eigentlich? Feld 16? 16? Haben wir das so nicht runtergenommen? 35? Ist das hier in der Nähe oder ist das. Ach, das ist da ganz hinten, ne? Ja. Das ist das ganz weit weg Feld. Aber ich glaube, da müssen das wir das wurde auch nicht komplett gesät, nur zur Hälfte. Ja, muss aber trotzdem runter. Ja, klar. Also fahren wir zur 35 nach der 119. Ja, jetzt mal noch eine zweite Mischstation anfangen. Jo, mach das. Ja. Wenn die eine voll ist, dass die andere dann nachgefüllt. Also, wenn die eine leer ist, dass die andere voll ist. Achtung, jetzt ich stell mich hinten in die Kurve rein, falls, wenn der Guten voll sein sollte. Ich bin so schnell nicht voll. Ruf dann einfach, sag ich mal, in dem Sinne an. Ich mache in der Zeit Motor aus Sprit sparen. Guten, ja. Du machst den Community-Server aber erst noch weiter, wenn LS15 erschienen ist, ne? Ja, aber es kann sein, dass es nicht direkt ab Release losgeht, je nachdem, wie das mit der Serververfügbarkeit sein wird. Dedicated Server werden existieren. Ja, es aber werden es welche gibt, geben, ja, aber die Frage ist, ob die schon beim Release gehostet sind und das. Ja. Kann aber auch sein, dass es dann erst im Dezember oder so losgeht. Ist ja genau. Das ist, finde ich eigentlich auch besser, weil es werden nicht alle User, sag ich mal, gleich am ersten Tag LS15 haben. Ja. Ich bestell's mir einen Tag davor, das ist genau da. Ja, ich krieg's wahrscheinlich so ein bis zwei Tage vorher, weil ich über Amazon bestellt habe. Ja, Amazon kriegst du erst am 30. Oktober. Da ist auch der Release. Haben nee, sie nee. Jetzt vorhin die liefern sehr oft ein bis zwei Tage vorher, wenn du es so bestellt hast. Okay. Weil du hast ja dann, wenn du das vorbestellst bei Amazon, die Garantie, dass du es beim Release hast. Und dadurch schicken sie es meistens schon sehr früh los. Aber es haben sich aber so viele vorbestellt, denke ich mal, da wird es nicht bei allen so pünktlich da sein. Doch. Aber du kriegst ja nicht, wenn du bei Amazon bestellt hast, kriegst du ja nicht die deutsche, sondern die englische Version in Deutsch. Ach so. Das ist ja wieso komplett wurscht. Ja, gut. Hast du Deutsch auch wieder. Kannst du Deutsch einstellen. Ja. Du kannst alle Sprachen auch bei LS13 umstellen.
Ja, du kannst sogar traditionell Chinesisch. Dafür kam nämlich der Patch 2.1, hatte jetzt endlich traditionell Chinesisch. Ja. Ich kann, für chinesische Wasser. Wie lange geht Chinesen? Der Part? Der Part ist eigentlich schon vorbei, aber ich möchte den Lorenz noch eben abtanken. So, naja, dann mach ich mal meinen Dienstabgang. Oh, okay. Darf wieder Viertelstunde rum. Vielleicht kriegen wir noch bald den Anhänger voll. Wahrscheinlich eher nicht, aber... Nee, das denke ich nicht. Ja, ich glaube, das wird heute in diesem Part nichts mehr. Nee. Ja gut, dann würde ich sagen, dann wird das wohl nichts mehr. Und wir sehen uns dann morgen wieder. Tschüss. 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 Tschüss.